Hey Leute, ich habe mir überlegt, mal ein bisschen zu streamen. Ich bin zurzeit im U-Boot-Fieber und habe mal wieder Silent Hunter 3 ein bisschen gespielt, aber es läuft nicht so richtig und ich brauche Mods, das habe ich ja schon mal erzählt und so weiter. Dann habe ich mir Silent Hunter 5 gekauft und das ist ganz komisch und dann habe ich mir Silent Hunter 4 gekauft mit U-Boot-Missions und das ist ganz cool, aber mich regt es da auf. Ich werde da so dermaßen von Flugzeugen angegriffen. Man kann da kaum irgendwie schnell zum Missionspunkt paddeln, weil ständig läuft die Zeit wieder normal, weil du ständig von Flugzeugen angegriffen wirst. Das ist echt nervig, ansonsten macht das Spiel Spaß. Und jetzt habe ich mir vorhin gedacht, Mensch, gucke ich mal wieder in SteelOcean rein. Das habe ich mir installiert nur wegen U-Boote. Aber das Zerstörerfahren macht man hier auch Spaß. Hier kämpfen hauptsächlich zurzeit Zerstörer gegen Zerstörer oder Zerstörer gegen U-Boote, also gemischt und so ein Zeug. Aber es spielen nicht viele Leute. Ich glaube, es sind verdammt viele Bots. Die Namen sind immer ziemlich verwirrend, weil die Namen sind sehr einfallsreich und die hören sich so an, als wären es richtige Spiele, aber eventuell sind es doch Bots. Irgendwas habe ich mal gelesen, dass, ja, keine Ahnung. Manchmal werden die mit Bots aufgefüllt oder auch nicht und manchmal sind nur 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 Spieler, dann sind wohl keine Bots drin. Kommt wohl auch auf den Spielmodus drauf an. Ja, und jetzt wollen wir das mal ein bisschen ganz geschillt spielen. Ich bin ja kein Profi. Bei den Torpedos allgemein, ob Zerstörer oder U-Boot, da gibt es keinen Vorhaltepunkt. Jedenfalls ist mir das noch nicht aufgefallen. Habe ich noch nicht herausgefunden. Da muss man das abschätzen und da gehört halt ein bisschen Übung zu. Treffe ich nicht so oft. So, wir haben hier ein deutsches U-Boot. Da haben wir schon den Typ, 7a haben wir hier. Wir gehen mal auf den Forschungsbaum. So, da fängt man natürlich mit dem Zerstörer an und dann haben wir hier Typ 2a hatte ich schon. Zu Anfang braucht man ja nicht so viel XP, um die nächsten Schiffe freizuspielen. So, und jetzt haben wir den Typen. Naja, brauche ich ja nur so angucken. Also den wir hier sehen. So, als nächstes können wir dann den berühmten Typ 7C freispielen. Dafür brauchen wir aber 11.400 XP und ich habe bisher, ja, 5 steht hier jetzt. Das ist nicht die XP, die ich für das Boot brauche, sondern die ich jetzt habe. 5.854 XP und ich verliere fast alle Runden. Im Gegnerteam ist immer irgendein Typ. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Bots da sind. Wahrscheinlich ist das denn der einzige richtige Typ im Gegnerteam und der macht seine 8 bis 10 Kills oder so. Weil in einem so einen Modus, da kann man respawnen und dann kannst du halt mega viel Kills machen. Das ist halt immer ein so ein Überspieler, der das Spiel beherrscht, oder es ist halt ein ultra krasser Bot, was auch immer. Ja, 7C. Sieht fast genauso aus. Ich glaube, der größte Unterschied ist hier der, also von den Fähigkeiten hier wegen Radar, Sonar, was auch immer. Weiß ich jetzt nicht den Unterschied, habe ich auch nicht nachgelesen, aber hier kann man das halt sehen. Der Turm ist halt schon anders. Und Bock habe ich natürlich. Ich weiß aber niemals, ob ich das Spiel so lange spielen werde. Ich spiele es halt ziemlich selten. Ich habe jetzt 6 Stunden, glaube ich. Hier, den Typ 21. Was für eine Augenweide. Also ich habe jetzt 63 XP, aber irgendwie fühlt sich das Spiel komisch an, auch wenn ich nicht streame. Immer irgendwie schwammig. Es läuft nicht so flüssig. Ganz komisch. Ja. Wie es aussieht, soll tatsächlich in World of Warships irgendwann U-Boote kommen. Wer weiß wann und wie. Ob das denn so ähnlich sein wird wie hier. Weil das Coole ist, die Zerstörer können dann natürlich auch Wasserbomben werfen. Ja, man kann auch mit den Zerstörern Flugzeuge manuell angreifen mit einer Flak. Die kann man manuell spielen. Dem ist bei den Deutschen hier U-Boote. Dann haben wir hier die Zerstörerreihe. Und das hier sind Kreuzer. Und hier mal den Schlachtschiffe. Scharnhorst ist diesmal kein Premium-Schiff, wie im gewissen anderen Spiel. Ja, optisch macht es jetzt nicht so viel aus, aber schon ganz cool. Naja. Ja, und weil ich Bock auf U-Boote habe, spiele ich das jetzt mal ein bisschen. Aber ich werde auch ein bisschen Zerstörer spielen. In den letzten, bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich eine Runde gespielt. Mit dem britischen Zerstörer auf der VW-Klasse. Da hatte ich eine coole Runde. Wie gesagt, ich weiß nie, gegen wie viele Bots ich jetzt gespielt habe.
Und das Replay werde ich noch aufnehmen und dann vielleicht demnächst mal auf YouTube hochladen. Ich kann mal spoilern, da habe ich einen gegnerischen Flugzeugträger versenkt. Den habe ich aus Zufall entdeckt. Weiß auch nicht, ob das wieder ein Bot denn war oder nicht. Aber ich glaube nicht. Ach, was auch immer, ist mir auch egal. Hauptsache immer so ein bisschen Spaß. Wir haben auch bei den Amis und Japanern haben wir auch U-Boote. Habe ich aber noch keins. Ich habe noch einen freien Platz hier. Eventuell werde ich hier auch den britischen Zerstörer der Stufe 1 verkaufen. Da habe ich ja schon alles freigespielt. Damit ich wieder Platz habe, weil das reicht ja, wenn ich ein Zweier für Low-Tier-Gefechte, wenn ich Bock auf Low-Tier-Gefechte habe, reicht es ja, wenn ich einen Stufe 2 Zerstörer habe. So, mit der Besatzung kenne ich mich, also da blicke ich noch nicht durch, wie das funktioniert. Da können wir hier auch noch verschiedene dann uns zulegen. Die haben verschiedene Fähigkeiten, wenn wir hier aufgucken. Ne, und die kann ich dann im Spiel aktivieren, da blicke ich aber nicht durch. Da, wenn ich sehe, okay, ist was verfügbar, dann mache ich das halt. Dann haben sie einen Cooldown und so weiter. So, wir gehen mal ins Gefecht. So, 8 Spieler jetzt. 7 Spieler sind bloß in der Warteliste. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so wenig Menschen spielen. Ist natürlich auch Free-to-Play, ne? Oder es liegt daran, weil es halt die Low-Tier-Dinger sind. Hier, die zwei da rechts. Die haben hier, das ist doch ein Clan, oder nicht? Sauerländer 83 und hier Jung G, das sind doch richtige Spieler, oder nicht? Aufschnitt. Ich schreib mal hier was rein. Hallo, Leute, mal sehen, ob jemand antwortet. Das einzige U-Boot im Gegnerteam ist kein U-Boot, auch kein Flugzeugträger, das ist gut. Ich wurde in einer Runde heute wurde ich vom gegnerischen Flugzeugträger versenkt. Da hatte ich irgendwie den Ton aus, habe nicht mitbekommen, dass ich von Flugzeugen angegriffen wurde. Oder wollen wir einfach nur mit dem U-Boot hier den Flugzeugträger beschützen? Nee. Das ist jetzt ein Modus, ja, sowas wie Team Deathmatch, glaube ich. Wer als erstes 12 Abschüsse hat, glaube ich, gewinnt. Wir fahren gerade halbe Fahrt, 10 Knoten. Aber wie kriege ich ihn jetzt hier nochmal? Weiß ich nicht. Mhm. AF-10. So sehen wir jetzt aus. Ist die Musik zu laut und alles? Nee, ich habe das alles noch mal ein bisschen leiser gemacht. So, wo sind unsere Kollegen? Da hinten wurde schon Rauch gesetzt. Ich könnte ja eigentlich hier einfach ein bisschen auf Abfangkurs gehen, oder? Alter, jetzt ist die Musik wieder mega laut, oder nicht? Gegner hat ein Battleship. Ach nee, es ist ein Kreuzer, verdammt. WTF! Aber der hat mich doch da nicht schon gesehen, oder? Ich weiß doch nicht, wie groß die Range ist, wie ich entdeckt werden kann. Ich kann natürlich nicht ewig tauchen. Jo, hau mal rein da. Da! Da hat er einen Aufklärungsflieger hingeschickt. ...2,9 Kilometer. Ach scheiße, ich hab Salve geschossen. Ja, jetzt fahren meine eigenen in die Torps rein. Also wenn ich Schiffe treffe, dann die eigenen. Ja. Ganz toll.
Aber diese werden doch relativ schnell aufgeklärt, oder nicht? Wir fahren mal jetzt Vollspeed. Ich habe jetzt noch Smoke dabei und ein Reparaturzeug. Und der ist auf 2 Kilometer. Normalerweise sehen die mich da, glaube ich, noch nicht. Ich will den Kreuzer versenken, denn der ist noch nicht so... Der ist, glaube ich, nicht ganz so wendig wie die Zerstörer. Ich gehe mal auf Tauchstation, auf Zero-Tiefe. Es dauert auch eine Weile, bis es so untergeht. Das geht nicht sofort unter. Oder es taucht nicht sofort ab. Er hat mich natürlich gesehen. Oh, Kacke. Jetzt werde ich hier absaufen. Ich habe ja noch Heckrohre, ne? Scheiße, ich war zu hoch, zu tief, hab falschen Button gedrückt. Aber ich hab nur ein Heckrohr, scheiße! Ja, logisch, dass ich nur ein Heckrohr habe. Ja, ich bin am Arsch! Ist er zu nah dran. Aber er hat keine Wasserbomben. Ja, da kommt aber ein Zerstörer. Wir gehen mal ein bisschen tiefer. Weil wenn ich jetzt ganz tief bin, dann können sie mich, glaube ich, nicht ausmachen. Kacke! Hallo, Schmalzbrötchen. Oh, ich muss auftauchen. Ein Torpedotreffer wenigstens. Kacke! Jawohl! Und wir gehen gleich unter. Ja, was muss ich jetzt heile machen? Keine Luft mehr. Aber wieso hat er das denn nicht mit dem Rauch nicht vernünftig gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Abgesoffen, Kackspiel deinstallieren. Hier, wir haben da jetzt wieder so einen Typen, der hat 6 Kills. Also ich weiß es nicht, ob irgendwie im Gegnerteam, also ob es nur 2 Leute gibt hier und der Rest sind alles Bots. Das heißt, dass ich immer gegen irgendeinen Spieler spiele, der es drauf hat und dann der gegen mich Idiot spielt. Weil es gibt im... Also ich verliere hier 99% der Schlachten und im Gegnerteam ist immer einer zwischen 6 und 10 Kills oder sowas. Und die anderen machen fast gar nichts. Also ist das wohl der einzige Gegenspieler, der richtige, der gegen mich spielt. Der Rest ist, wie es aussieht, nur Bots. Obwohl die halt hier so einen Namen haben, als wären es keine Bots. Aber irgendwie spielen alle die Bots. Mich inklusive. Ich inklusive hier.
Immerhin haben wir noch 178 XP bekommen. So. Was ist das hier? Ein XP-Boost oder was? Und Schmalzbrötchen, wie geht's so? Ne, hier jung, die Leute. Das sind richtige Spieler, wie es aussieht. Mir auch egal. Ist wieder die Musik so laut. Ich war gestern war ich beim Zahnarzt, hatte ich vormittags einen Zahnarzttermin wegen Wurzelbehandlung, ne, so ein Scheiß. Und ich fahre es manuell, also mal Vollspeed oder halt, weil mit R und F kann ich halt einstellen, Vollspeed oder nicht. Ja. Und weil ich vor ein, zwei Wochen da war, weil ich Schmerzen hatte, dann wollte ich einen Termin haben, hat er mich gleich rangenommen. Und dann hat er mir aber gesagt, gestern, ja, wenn jemand Schmerzen hat, dann mache ich das, was notwendig ist, um ihn davon zu erlösen sozusagen, ne? Und rede nicht übers Geld. Dafür hat er mir dann gestern gesagt, dass ich halt normalerweise über 200 Euro zuzahlen müsste. Für irgend so, keine Ahnung, was er da mir reingeschoben hat in den Zahn für ein Medikament oder was er da auch gemacht hat. Aber es ist toll, dass man krankenversichert ist und dann immer noch was nachzahlen muss. Und der einen vorher nicht informiert. Ja, Sanas ist nicht schön, aber irgendwann denke ich mir so, okay, nicht drüber nachdenken, musste mal hin, weil ich hatte da wirklich schon ewig Schmerzen und wie gesagt, ne, Wurzelkanalbehandlung oder wie das heute auch heißen mag. Wieso ist die Musik schon wieder so laut? Guck mal, ich habe Master Volume nur 25. Machen wir das mal auf 50. Das hatten wir eben. Keine Ahnung, machen wir es mal auf 60. Das machen wir auf 30. So, volle Fahrt voraus. Oh, die wollen da durch oder was? ...37 FPS und ich hab's nicht auf beste Grafik. Glaube ich. Oh, der Kreuzer Ninghai ist da ganz... Ach, der war eben im anderen Team. Dass ich hier keinen Bereich ansehen kann... Wie mein Aufklärungsbereich ist aufgetaucht, ne? Oh, der Gegner hat auch zwei U-Boote. Wir haben nur eins. Der andere, das U-Boot ist schon aufgeklärt. Ich sehe es wahrscheinlich auch schon. Torpedo incoming!
unglaublich, dass die immer so präzise die Torpedos abschießen. Hoffentlich werft das Zerstörer da jetzt Wasserbomben. Oh, er ist noch tiefer. Nee, wird abgeschossen. Ich werde wohl wahrscheinlich wieder im Loser-Team sein. Wegen mir wahrscheinlich. Ich bin zu tief? Ich schieße einfach mal auf gut Glück ab. Wo sind alle hin? Hier, alle kaputt. Ne, da ist einer. Battle Instinct. Wir tauchen mal auf, wa? Da ist das U-Boot. Wieso ist denn der schon aufgeklärt? Mal sehen, ob ich meinen eigenen treffe. Normalerweise müsste der es kapieren, dass da jetzt Torpedos von... Ach, da ist das U-Boot! Kacke. Also wenn man hier in der Runde überhaupt keinen Schaden macht, ist das schon ein bisschen kacke, ne? Wie lange kann der denn unter Wasser bleiben da? Ha! Glück! Das Glück ist mit dem Doofen, er ist in meinen Torp gefahren. Wenn wir da jetzt hinfahren, dann... Oh, er hat Wassereinbruch. Und ich schieße wieder eine Salve ab, ich Idiot. Kacke, jetzt schnell weg hier. Also ich habe ja auch nicht unendlich Torpedos dabei, ne? Ich habe nur noch 20 Torpedos. Deswegen lieber keine Salven abfeuern. Aber wir führen, aber nicht wegen mir. Aber ich habe ein bisschen Schaden gemacht, das reicht mir. Ja, es ist free to play. Ist halt wie in den anderen Spielen, ne? Dass du halt dir einen Premium-Account machen kannst, um schneller XP zu kriegen. Also für eine Runde halt, wenn du Premium hast, kriegst halt mehr XP oder fast doppelt so viel oder sogar wirklich doppelt so viel XP und mehr Kohle, mehr Silber. Ja. Oder halt Ausrüstungsgegenstände, die eine längere Haltbarkeit haben oder einen schnelleren Cooldown oder du die öfter einsetzen kannst. Das ist dann, kann man sich auch dann mit Gold kaufen. Also du kannst halt Premium-Account machen oder Gold kaufen oder halt Premium-Schiffe kaufen, die man so halt nicht freispielen kann, sondern nur kaufen kann. Und ich fahre mal damit. Wir machen auch nur maximal Fahrt von 20 Knoten. Ja, das U-Boot konnte sich reparieren. Oder wurde von jemand anders versenkt, weiß ich nicht. Wo wollen die denn jetzt hin?
Also das hier oder World of Warships habe ich ja hauptsächlich fast immer alleine gespielt. Und ich glaube, wenn man das mit Leuten spielt, die es können, die zum Beispiel besser sind als ich, aber trotzdem mit mir spielen wollen, wenn man mit denen zusammenspielt, kann das, glaube ich, noch viel mehr Spaß machen, als wenn man hier mal alleine rumpaddelt. Wir gehen mal aufs Ganze jetzt, ja. Unser Luftvorrat ist voll. Der ist auf 2,5 Kilometer. Ich glaube, der kann mich auch schon spotten. Oh. Oh, da kommt einer. Mein Battle-Instinkt an. Oh, ich bin entdeckt. Mann, ich treffe einfach keinen. Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer. Den kann ich vielleicht treffen mit Glück. Oder aus Glück. Jawohl. So, jetzt sind wir ein bisschen tiefer. Jetzt können sie uns wahrscheinlich nicht mehr orten. Oder vielleicht, wenn wir zu schnell sind. Das weiß ich nicht. Gehen wir auf halbe Fahrt. Ach, gewonnen. Ja, zwei Torpedotreffer. Ja. Aber wenn die Torpedos halt so einen Vorhaltepunkt haben würden, das wäre ja viel zu einfach. Ey, ich bin diesmal nicht letzter oder zweitletzter. Was haben wir hier gemacht? 1800 Schaden gemacht. Faszinierend. So, was haben wir denn hier gemacht? Teile beschädigt. Was ist ein Waterlight? Ach so, Main Artillerie. Radar haben wir kaputt gemacht. Maschine haben wir kaputt gemacht. Den Motor. Ja, ist irgendwie XP-Boost. Schade, dass ich hier auf Steam nicht nachgucken kann, irgendwie wie viele Leute das Spiel tatsächlich spielen. Und ich bin überlegen, ob ich jetzt noch mal eine Runde Zerstörer mache. Hier brauche ich noch ein bisschen XP, dann kann ich mir eine Stufe 3 Zerstörer A-Klasse zulegen. Oder halt hier deutschen Zerstörer, den habe ich noch auf 1. Was? Da haben wir 53 XP. Da brauchen wir. Möwe ist das? Stand da Möwe? Ach nee, wir haben hier den V170 ist das. Möwe oder Mowe. T22. Wir fahren noch ein bisschen Boot. U-Boot, ne? General World. Schreib mal. Oh. Deutsche Trier? Warte mal kurz, ob jemand antwortet. Jawohl, noch ja.
mal auf unseren TS besuchen. Wir sind eine aktive deutsche Flotte. Ich hab Angst. Nee, jetzt haben wir dich erstmal in Ruhe. Gerade nicht. In Zukunft vielleicht schon mal. Viele selten und hauptsächlich. Oh. Ja, wir haben halt hier die Fähigkeiten. Welcher war das denn? Ist doch der hier, oder nicht? Der den Skill hat, dass ich... Irgendwie, also es ist halt nur, ich werde halt, mir wird kein Alarm gegeben, wenn ich ein Deck gebe, sondern nur, wenn ich diesen eins, wenn ich den Skill da aktiviere. Also mit mir sind hier auf jeden Fall schon mindestens drei Deutsche. Also drei Menschen spielen es mindestens. ...211.663 Silber haben wir, 571 Reihe XP. Ich würde gerne mal wissen, ob es mal einen Bericht gab von Ubisoft, warum es kein Silent Hunter mehr gibt. Silent Hunter 5 erschien ja auch schon 2010, das habe ich jetzt das erste Mal erst gespielt. Weil ich irgendwie nie, weil ich, das kam mir halt so komisch vor. Nicht so cool wie Silent Hunter 3. Deswegen habe ich immer die Finger davon gelassen und es ist auch nicht so cool. Natürlich sieht es besser aus. Aber ich finde, ich komme mit der Steuerung bisher noch überhaupt nicht klar. Und auch mit dem Zielsystem nicht. Selbst mit dem automatischen Zielsystem oder Zielhilfesystem. Da musst du immer so nah ran an den Schiffen. Und dass man durchs Boot laufen muss, wenn man was von den jeweiligen Leuten will, ist mega nervig. Klar, es ist geil und fand ich auch cool, als ich davon damals erfahren habe, dass man durchs Boot laufen kann. Ne? Aber ich denke mal, weil die sowas gemacht haben, dass sie da alles modellieren mussten im Boot. Es gibt ja nur drei U-Boot-Typen, glaube ich, in Silent Hunter 5. Das ist auch mega langweilig. In Silent Hunter 3, da hatte ich angefangen damals wirklich mit dem Typ 2 oder sowas. So, wir machen mal ganz lieb. Hallo. So, keine Felsen hier. Gegner hat kein U-Boot, nur Zerstörer. Scouten wir mal ein bisschen.
Time remaining. Ach, die Musiklautstärke kann ich hier leiser machen. Oder was? Click to join the voice channel. Ach was. Sieht das im Stream eigentlich wenigstens nach 30 FPS aus? Weil Zerstörer sind halt mega schwer anzugreifen. Da, er hat mein Torpedo gesehen und weicht nicht aus. Er kann treffen! Nein, natürlich nicht! Hecktorpedo. Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer. Torpedos laden ja sowieso nach. Und dann verschwinden wir mal ein bisschen. Ja, die sind halt so wendig, die Zerstörer. Wenn du nah ranfährst, dann können sie dich orten. Ja, ich bin tief genug. Wenn ich auf Zero-Tiefe bin, können mich die Torps treffen. Ja, ich weiß nur nicht, woran das liegt, Schmalzbrötchen. Ich habe keine verworfenen Frames. Das ist ganz komisch. Das ist mir aber auch schon aufgefallen, als ich in den letzten Stream mal reingeguckt habe. Ja, Torpedotreffer! Wir haben keine Luft mehr, ist unter Marsch. Oh, noch ein Torpedotreffer mit Glück. Und wir den letzten auch nochmal raus. Hab ich nicht weit genug vorgehalten. Dann hauen wir mal ab jetzt und gehen mal. Ja, wir müssen hoch. Ja, hätte ich ein bisschen weiter vorgehalten, hätte der Hecktorpedo sogar getroffen. Also meinst du, weniger als 30 sieht's dann aus? Weiß nicht, woran das liegt. Muss ich einfach mit einer geringeren Bitrate streamen? Ich streame jetzt mit einer 6000er Bitrate, weil ich den NVENC-Encoder nehme. Und da muss ich schon 6000 nehmen, damit es wenigstens halbwegs okay aussieht. Weil NVENC auf jeden Fall schlechtere Qualität hat als der CPU-Encoder. Alter, wir werden richtig abge... Guck mal hier, der im Gegnerteam einer mit 7 Kills. Was sind das für Leute? Wie alle Bots hier oder was?
In World of Warships beim Halloween-Event hätte man mich mit diesem U-Boot selbst aufgetaucht nicht entdecken können, wenn ich über mehr oder mehr als, sagen wir mal, 800 Meter weg bin. Ich bin entdeckt. Einen haben wir aus Ufer getroffen. Scheiße, der natürlich wieder nicht. Oh, die sind zu schnell. Ich muss so viel vorhalten. Ihr könnt treffen. Und ich bin entdeckt. Jetzt schnell weg hier. Schnell weg hier. Okay, wenn es mindestens 30 sind, bin ich zufrieden. Schmeißbrötchen. Oh, habe ich denen da seine Maschinen kaputt gemacht oder was? Also wir werden voll verlieren. Ja. Aber ich habe 3 Hits gelandet und bin nicht versenkt worden. Ich glaube, wenn man zerstört wird, gibt auch nochmal minus XP, da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist wirklich Pflicht, du musst gewinnen, um mit halbwegs netten XP rauszukommen. Ja, was? 1, 2, 3, 4, 5 Torpedo-Hits haben wir gelandet. Ja, wenn sie so im Getümmel fahren, einfach mal raufhalten. Das ist echt schade. 5 Torpedo-Treffer, einiges an Maschinen kaputt gemacht, an Teile kaputt gemacht. Noch nicht mal 500 XP. Wir sind Dritter im Team sogar. Von den XP vom Schaden her. Kann man das hier nicht? Geht das nicht? Nee, kann ich nicht ändern hier. Wir hatten insgesamt 2 Kills. Hier, die haben 12 Kills und dieser Übermensch hier hat 11 Kills gemacht. Unglaublich. Unglaublich. Wir machen mal eine Runde Zerstörer. Ich würde gerne mal ein U-Boot jagen. Ja, 6 Leute. Vielleicht sind doch mehr Leute so im mittleren Bereich, Stufe 5 Bereich, die da spielen oder höher.
Der Gegner hat ein Schlachtschiff und wir haben nur Zerstörer. Ich glaube, das ist Schlachtschiff, ne? Dieses Dreieck. Oder war das ein Kreuzer? Wir gehen mal als erstes auf HE. Macht mega wenig Schaden. Obwohl, nee, das hebe ich mir auf fürs größere Schiff. Ich glaube, der Kreis ist der Aufklärungsbereich, wie ich aufklären kann. Oder ist das der Bereich, wo ich aufgeklärt werden kann oder so? Oder die Schussreichweite? Ach, scheiße, ja, auch schön auf die eigenen ballern jetzt. Oh, ist das schön. Da. Und meinen eigenen versenken. Nee, nicht dann. Und den nächsten eigenen, ja. Und mit mir will wohl keiner denn spielen, ja. Treffe ich noch nicht mal die Bösen. Ah, da. Schlachtschiff. Bin entdeckt. Ja, eigentlich langsamer, oder nicht? Ein Torpedotreffer. Zu hoch. Oh no. Look out. Torpedo. Was wo? Hit. Was Torpedotreffer? Oh, wieder voll daneben. I
Kann er nicht brennen? Okay, Schlachtschiff ist kaputt. Der lässt allein den Greifer mal an. Treff einfach nicht. Excellent, good shot. Break through the enemy's armor. Was? WTF? Und er weicht schön aus. Oh mein Gott, voll durchgefahren. Da hat er noch einen Pop losgeschickt. Und wir werden wieder verlieren. Jo, ich hab voll einstecken müssen hier gerade. Potato Aim. Och komm, jetzt stoppt wieder jemand anders ab, oder was? Natürlich! Ja, so kann ich nicht von meinem Minus 1 wegkommen, hier, Jen. Wie machen wir was? Heile. Oder? Wir können ja reparieren. Komm ich nicht ran? Wir kollidieren nicht. Doch noch gerammt, die Ratte. Oh, was ist denn hier los, Alter? Was will der Penner denn von mir? Ständig fährt er mir hier im Weg rum. Unglaublich. Bots halt, ne? Ich muss noch aufpassen, wo ich hinfahre.
Fahrt nach! Da wird doch der Hund in eine Pfanne verrückt. Genau, hallo Black, hey. Och Mann, jetzt kommen die Torpedos noch nicht mal an, weil das Spiel zu Ende ist. Ich habe keinen Bock auf heute. Ich möchte jetzt zurzeit gerne Rentnerspiele spielen. 255 XP, damit kann man die Welt verändern. Na gut, ich habe auch Minus XP gemacht, ne? Ja, Auto Repair, also Silver Lost 500. Irgendwie steht hier was wegen Strafe, wegen Teambeschuss. Na wenigstens kann ich das eigene Team treffen. ...1077, so das reicht noch nicht, um den Flugzeugträger freizuspielen. Nicht, dass ich Flugzeugträger spielen will, aber dann haben wir den hier auf... Dann haben wir hier alles freigespielt. ...1300 brauche ich. Ich mache jetzt wieder eine Runde Boot, U-Boot. Extra für Black Hay. Das ist sowas wie Freitag der 13. hier U-Boot fahren. Muss ich dann noch weniger Skill habe. Muss man versuchen gleich, wenn ich voranfahren sollte, wo der Kreis von mir ist, falls ich Boote aufklären sollte, ob die denn gerade am Kreisrand angezeigt werden, dann weiß ich, okay, das ist der Bereich, in dem ich aufklären kann oder so. So. So, Torpedo. Steht nicht die Reichweite dran. Ach, kann ich sogar die Bordkanone wählen? Eins. F2. 2 ist das. 1 ist das. Ach so. Und Alt F1 ist der Typ. Aber habe ich ja nur einen Torpedotyp. Ich bin hier allein. Das will ich nicht. Obwohl, das muss der Aufklärungsbereich sein. Das glaube ich nicht, dass ich in so einem Riesenbereich hier aufgeklärt werden kann als U-Boot. Müsste ja schwerer aufzuklären sein als ein Zerstörer. Oh, Gegner hat auch ein U-Boot, sehe ich gerade. Das ist aber eine großzügige Warnung.
Weil wenn ich jetzt einen Zerstörer aufklären sollte, dann müsste ich ja noch genug Zeit haben, um auf Taustation zu gehen. Er geht erst bei 2 Kilometer. Ich bin schon aufgeklärt? Der ist nicht aufgeklärt, der Zerstörer ist nicht aufgeklärt. Das ist doch lächerlich. Bin entdeckt. Ja, ja, also ich bin tot. Bin schon wieder aufgeklärt. Was ist denn hier los, Mensch? Wieso kann ich nicht mehr fahren? Oh. Hier ist irgendwas unter Wasser. Jo, Wasserbomben. Bin auf Maximaltiefe und bin aufgeklärt. Die mögen sich. Gehen wir auf Zero-Tiefe. Oh, was ist denn hier unten los? Oh, es dauert auch noch ewig, bis er rausgeht, der Torpedo, ne? Ja, wir sind voll am Arsch. Ja. Tauch mal auf. Jawoll! Oh, ich kotz ins Essen. Hier geht ja gerade gar nichts, weil ich noch nicht mal tauchen kann hier. Und die kommen auch wieder zu spät. Ist nur ein Einzelner. Ja, der ist zu schnell. Unglaublich. Also hier paddle ich mit den U-Booten nie wieder rein. Wo ist denn hier vorne? Hier ist vorne. Oxygen is running out. Also wie die mich gerade... Jetzt verstehe ich das U-Boot halt überhaupt nicht mehr. So wie die mich aufklären konnten. In dieser Gegend hier mit dem U-Boot rumpaddeln. Denken wir es bei 1 Minute 30 noch, dann habe ich wieder komplett Luft. WTF! Danke, Bot, dass du dagegen gefahren bist. Der kaputt. Aufgeklärt.
Rohrtiefe. Unglaublich, dass ich das nicht geschissen kriege, hier so ein paar Torpedos abzufeuern. Habe ich ihn getroffen? Bin entdeckt. Was? Da ist ja noch einer. Oh, jetzt fährt mir der vor die Linse, ne, wo ich Torpedos abfeuern will. Danke. Alter, das ist unglaublich. So, natürlich bin ich aufgeklärt. Ach, ich bin schon ganz tief. Dreh das fucking Boot. Auch noch rein. Jawohl. Scheiße, ich brauche Luft. Tauch auf. Ist hier noch einer? Scheiße, ja. Ich bin entdeckt. Ein bisschen Luft tanken hier. Im Nebel mal gucken, dass ich da ein bisschen Luft tanken kann. Anderthalb Minuten haben wir Luft. Der ist 2 Kilometer weg. Den haben wir auf 1-1. Wir tauchen nochmal auf einfach. Oh, der gegnerische U-Boot-Fahrer scheint echt gut zu sein. Der hat schon 2 versenkt. Nicht allein hier rumpaddeln, wir fahren mal dahin. Wir haben jetzt gut Schaden gemacht. Okay, der ist kaputt.
Sie kommen! Rügenwalder Mühlenwurst, wir hauen rein! Ja, ich hatte Kule heute gefragt, ob er Zeit oder Bock hat oder beides auf Battlefront 2 mal ein bisschen, weil ja da jetzt Ende November die neue Karte rausgekommen ist und Obi-Wan Kenobi ist, glaube ich, auch parallel dazu rausgekommen, oder? Ja, ich glaube, der Skin, noch ein weiterer Obi-Wan Kenobi Skin kommt. Oh, scheiße. Tauchstation, U-Boot, Zero-Tiefe. Ja, scheiße, der hat mich schon. Aber jetzt hat er Angst. Hoffe ich. Ich gehe nochmal einen tiefer. Er hat keine Torpedos abgefeuert. Verloren, ich glaub's nicht! Oh, dass die Leute auch immer so Harakiri reinfahren. Das müssen Bots sein, wenn die so spielen. Außer unser Typ hier, der hat 6 Kills gemacht. Das ist wohl kein Bot. Also Geonosis ist ja auch raus. Ich spiele zwar mit Kulai hauptsächlich immer nur die kleinen Maps, weil wir Team Deathmatch bevorzugen. Aber ab und zu spiele ich auch mal die großen Karten. Aber ich finde den Modus halt kacke. Da gibt es halt nur einen Modus und das finde ich mega scheiße. So, wir haben immerhin 821 XP gemacht, obwohl wir verloren haben mal wieder. Wir haben eine Auszeichnung bekommen. Wir haben 3 Leute aufgeklärt. Gibt es auch nochmal immer ein bisschen XP. Wir sind 2. im Team von der XP. Vom Schaden her sind wir auch 2. vom Damage. Ja, hätten wir gewonnen, hätten wir richtig gut XP gemacht. Ja, es ist bei jedem so, ne? Ich glaube, du brauchst 40.000, ne? Conquest? Wie? Soll es in Battlefront 2 noch Conquest kommen? Soll das noch... Das Spiel ist jetzt, 2 Jahre raus. Ne, 1 Jahr ist das Spiel jetzt raus. Soll es noch ein Conquest-Modus kommen? Es gibt doch eigentlich immer nur diesen... Wie heißt er? Also im Grunde ist es einfach nur, ein Team campt, das andere Team greift an, ja? Also ein Team muss immer angreifen, die anderen müssen verteidigen. Das finde ich mega langweilig. So ein Conquest-Modus finde ich richtig geil. Habe ich noch nichts von gelesen, Schmeißbrötchen, aber so viel informiere ich auch mich auch nicht darüber. Ich gucke nur ab und zu auf Star Wars Union, was so in der Welt von Star Wars los ist, was die neuen Filme so machen und alles. Und da wird halt auch über das Spiel berichtet, denn... Na, ist ja schon 1 Jahr raus, das Spiel, ne? Könnten sie ruhig mal einen neuen Modus reinmachen. Also da machen sie lieber Ewok-Jagd und so ein Firlefanz rein. Ist zwar auch ganz cool, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit spielt. Dass man sich aussuchen könnte, welchen Punkt man angreift, ist doch viel cooler. Beziehungsweise in Vorherrschaft in Battlefront 1 war es ja so, dass du immer nur einen Punkt angreifen konntest oder den anderen verteidigen. Und je nachdem, ob du einen erobert hast, dann wurde der nächste Eroberungspunkt angezeigt. Und den du eben erobert hattest, den musst du dann verteidigen oder sowas. Da konntest du wenigstens zwischen 2 Sachen entscheiden. Den Punkt verteidigen oder den nächsten Punkt angreifen. Das wäre auch schon nicht so schlecht. So, jetzt haben wir 8500 XP. Und weiter. Was haben wir denn hier? Event. Artillerietraining, Daily Event. Hm. Haben wir da gekriegt? Was auch immer. Wenn wir hier sehen, unsere Spielstatistik, dass ich irgendwie 90% mindestens verloren habe. Achso. Kills. Man hat auch, gehört auch eine Flotte an. Ohne deutsche Region. Oder was, oder wie, oder wo. Wie heiße ich denn, Sir Disconnect? Sir... Ist...
Connect. Suchen wir mal. Kann er nicht finden. Ist das so schlecht oder was? Ach so, ich bin nicht drin im Ranking. Warum nicht? Muss ich da extra was anderes, einen anderen Modus spielen? Oder ist das nur ab einer gewissen Stufe möglich? Aber wo ist denn meine Gesamtstatistik? So, hier sind Tutorials. Oh, Aircraft Carrier Tutorial. Wie kann ich das noch nicht machen? Ach so, da muss ich erst einen Flugzeugträger für haben. Wir könnten jetzt natürlich noch hier unser U-Boot verbessern, aber ich möchte ja eigentlich, denn sollte eigentlich das Stufe 4 U-Boot, der Typ 7C, mein Main U-Boot werden erstmal. Ist natürlich auch immer schwieriger in den höheren Klassen denn zu spielen, aber so habe ich das vor und deswegen habe ich auch diese Sachen hier noch nicht freigespielt. 11.400... Training Mode, Event Mode. Oder muss ich. Achso, 5 versus 5. Competition Mode und Challenge Mode are available in this mode. Also, ich muss auch einkalkulieren, dass das noch lange dauert. So locker, glaube ich, 1-2 Sekunden dauert, wenn ich den Torpedo abfeuern will, bis er denn raus ist. Bis der Aal im Wasser ist. Ist natürlich blöd, dass man nicht so lange unter Wasser sein kann. Wäre natürlich blöd, wenn die Leute so lange unter Wasser bleiben könnten. Ne? Also ich glaube, 2 Minuten ist Maximum, wenn meine Luft komplett da ist, aufgeladen ist. Wenn ich jetzt ein anderes U-Boot habe, dann geht es wahrscheinlich noch länger. Weil du kannst halt taktisch nicht so viel machen, finde ich, wenn du unter Zeitdruck stehst. Oh, ich habe jetzt nur 30 Sekunden, um getaucht zu sein. Weil du musst auf Tauchstation gehen oder ja, mindestens auf Zero-Tiefe, weil sonst wirst du entdeckt. Ja? So, und wenn dann aber Zerstörer auf dich zukommen, dann kommst du noch, dann verringern die den Abstand. So, und wenn du Glück hast, kannst du 1, 2, 3 Torpedos abschießen. Und dann musst du nochmal einen tiefer gehen, weil wenn die Zerstörer auf dich zukommen, dann musst du ja noch einen tiefer gehen, damit du schwerer zu orten bist. Ich glaube, so war das. Weiß jetzt nicht, ob das auch Einfluss darauf hat, wie schnell ich fahre. Ob ich einfacher zu orten bin, wenn ich fahre, wenn ich schnell fahre oder wenn ich überhaupt nicht fahre. So. Und deine Luft wird immer weniger. Und wenn du dann wieder auf Zero-Tiefe gehst, bis du auf Zero-Tiefe bist, ist auch nochmal ein paar Sekunden wieder Luft weg. Und dann musst du irgendwann auftauchen. Und dann bist du wahrscheinlich noch nicht mal wieder in sicheren Abstand. Das ist schon ein bisschen blöd. Wer... Was habe ich? Ich habe keinen Dark Raider Sound eigentlich.
oder? Vorhin ging das immer schneller. So, nur Zerstörer im Gegnerteam. Wie Darth Vader für dich? Was soll ich denn da machen? Meinst du vom Soundpad den imperialen Marsch oder was? Ja, den habe ich jetzt nicht an, den Sound. Soundpad hast du auch, heißt Soundpad bei Steam, ne? So, wo fahren wir hin? Wir fahren mal außen lang. Ich möchte nicht da rein. Weil vorhin, in der letzten Runde eben, der wurde aufgeklärt. So in 2 Kilometer wird er aufgeklärt. Der Böse. Ja, und dann bin ich sofort auf Zero-Tiefe gegangen und ich war auch schon aufgeklärt. Ist wohl einfacher, wenn man gegen Kreuzer oder Schlachtschiffe spielt, weil die auch schneller aufzuklären sind. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt vom Zerstörer versenkt werde, weil ich auftauchen muss, weil ich keine Luft mehr habe. Oder weil er Wasserbomben wirft. Aber das finde ich dann noch cool, wenn ich wegen Wasserbomben sterbe, ja. Aber weil ich auftauchen muss, das ist ein bisschen blöd. Und wenn ich durch ein Torpedo vom Zerstörer versenkt werde, ist das eine Demütigung. Jawohl! Geiler Scheiß! Ja, guck mal, die halten den Abstand gering. Oh, hab ich mich verjagt gerade. Jetzt müssen sie mich verloren haben. Gehen auf Zero-Tiefe. Siehst du, guck mal, den anderen kann ich jetzt nicht mehr aufklären. Ich kann die nicht aufklären, wenn ich so tief bin. Jetzt kann ich sie wieder aufklären. Schießt mal eine Salve ab. Ach, ich dachte, die fahren nach links, ey. Natürlich blöd. Ach, da ist noch einer. Aber der hat mich nicht aufgeklärt in 600 Metern. Jawohl, einer ist reingefahren. Wir haben noch für 1 Minute 20 Luft. Oh, eins, los! Alles im Wasser, Herr Kaloin. Torpedo-Treffer! Habe ich einen eigenen getroffen? Nee.
So, ich habe keine Luft mehr. So, und jetzt gehen wir mal auf. Tauchen wir mal auf. Der Torpedo trifft! Ausgezeichnet. Oh, wir sind aber wieder im Loser-Team. Der Gegner hat schon 4. Ja. Ein Spieler, Tachri Hime oder sowas, hat schon wieder 4 Kills. Unglaublich. Als ob der nur gegen Bots, also gegen Bots spielt, ihre kaputt schießen kann. Na toll. Oh, da ist noch einer. Wie gesagt, es ist nur nach Gefühlen. Ne? Ich weiß noch nicht, wie ich das richtig abschätzen soll. Komm nicht weit genug. Sehr hohe Tiefe. Wollt ihr Kaloin? Sehr hohe Tiefe. Torpedo incoming. Evasive maneuvers. Wie weit ist der weg? 1 Kilometer. Torpedo incoming. Evasive maneuvers. 2. Los. Versenkt. WTF! Oh, ich wollte schon sagen. Ich dachte, da geht jetzt Millimeter daneben. Aber wir verlieren wieder voll. Auftauchen. Da wird doch der Hund in eine Pfanne verrückt. Ja. Q1. Nee, Q1 geladen, Herr Kaloin. Q2 geladen, Herr Kaloin. Er ist auf 2 Kilometer. Er verschwindet. Oh. Da mal mit eingreifen. Weißt du, der fährt vorwärts. Ich dachte, der fährt rückwärts weg. Ja, los, dreh dich in den Torpedo rein. Oh, trotzdem konnte er noch vorbei. Zero Tiefe. Fahr da weg. Die rammen sich jetzt, ne? Ja, unglaublich, dass ich doch immer so ein Pech habe, ne? Jetzt fährt der davor. Oh, aber 2 Torpedotreffer. Ist einem gerade die Schockwelle lang irgendwie? Oh, wie schnell die sind, ne?
Auch natürlich verloren. 12! Der hat 12 Schiffe versenkt. Wollen die mich verarschen? Was sind denn das für Spieler? Es ist jedes, das ist in 99% der Runden in diesem Spiel. Ich verstehe das nicht. Ist das ein Übermensch oder ein Superbot oder was auch immer? Der hat 12 Schiffe versenkt. Was haben die anderen Leute gemacht? Okay, was habe ich versenkt? 1 oder was? 2 habe ich versenkt. Unfucking glaublich. Die haben 6 Kills, die haben 12. Das ist unglaublich in diesem Spiel. Das verstehe ich halt nicht, ne? Wie das System funktioniert und ja. Oder ob es Cheater sind. Oder wie gesagt, super oder sehr gute Spieler mit Erfahrung. Und wir haben hier irgendwie mindestens zur Hälfte Bots drin, die sich halt abschießen lassen. Oder es ist ein Superbot, der halt den richtigen Spielern überlegen ist. Oder es ist ein Cheater. Verstehe ich nicht. Kann mir das jemand von euch erklären? Danke. So, wieder nur 612, weil ich jede verfickte Runde verliere. Ich habe am meisten Schaden gemacht von diesen Kack-Noobs. Weil es Bots sind. Das sind definitiv Bots im Low-Level-Bereich. Hat man was davon gelesen, dass ab Stufe 3 wohl keine Bots oder ab 4 wohl keine Bots mehr sind oder sowas auch immer. Nur wenn das so wenig Leute spielen, dass so eine Runde sogar schon mit Bots aufgefüllt werden muss, dann befürchte ich ja, wie das sein wird, wenn man ab Stufe 4, 5, 6, 7, 8, 9 so spielt, dass da pro Runde immer nur 3 gegen 3 spielen oder so. Ja. Der ist Tier 5 und wartet 7 Minuten auf eine Runde. Also wenn wir halt immer nur verlieren und maximal zwischen 5 und 600 XP kriegen, auch wenn wir guten Schaden machen. Wenn wir es noch versenken würden, würden wir wohl noch ein bisschen mehr XP kriegen. Aber wenn ich hier meine 2, 4, 5, wenn ich meine 8 Torpedos, 8 oder 5 bis 8 Torpedotreffer eine Runde mache, bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem U-Boot. Ja, aber man kriegt halt einfach zu wenig XP, wenn man nicht gewinnt. Löse ich das hier automatisch auf? Oh ja. Dann müsste ich ja öfter mal Smoke benutzen. Ich muss halt immer noch erst gucken, welche Taste ich drücken muss, weil ich das noch nicht so im Kopf habe, welche Taste ich drücken muss für die ganzen Special-Dinger. Selbst Waffen- oder Munitionsauswahl ist komisch mit Alt und 1 oder Alt 2 und so. Normal die Waffen halt mit 1, 2, 3, 4. Und das Aktivieren, ja, sind halt immer das Aktivieren der Dinger hier, wie Smoke oder Reparatur, seit F1, 2, 3 und so weiter. Wir haben 237.000, ich dachte. Oh Mensch, das ist aber nicht schlecht hier. Das reicht auf jeden Fall für ein Boot. Denn
Typ 7C kostet, glaube ich, irgendwas mit 100.000. 145.000. Nachricht gelöscht, ich will wissen, was da stand. Toll. Hier, Leute, Typ 21. Aber schon wieder vergessen, da wurden... Waren das 50 oder waren davon... Ne, 100 Stück waren da nicht im Einsatz. Also ich glaube, es waren mindestens 20, 30, 40, 50 Schiffe davon sogar im Zweiten Weltkrieg noch im Einsatz, aber nicht in Kampfhandlungen verstrickt. Ja. Wieder gelöscht, ich hasse dich. Hast du reingeschrieben, Nachricht gelöscht, ne? Warship, don't worry, I cannot pay attention to a noob like you. What? Mit wem redet der? But I love you. Okay, noch eine Runde. Tja, Typ 7 wird heute nichts, wenn wir mal verlieren. Guck mal, jetzt muss ich hier, weil ich verstehe es nicht. Warum muss ich hier jetzt so ein Ding, so ein Capture-Ding eingeben oder so? Ist das TT3 oder so? War falsch. Was? N2? Y? Geht nicht. Ist doch das ist doch eine römische 2 da, oder nicht? Oder ist das erste kein U? Ich lass das mal weg. Das sind halt nicht die typischen Bot-Namen. Nur wieder nur gegen Zerstörer. Wo verkackst du die denn, Schmalzbrötchen? Bei illegalen Downloads oder was? Oder spielst du das Spiel auch? Also ich krieg's eigentlich immer hin. Boah, ich fahr mal rechts lang. Ich will nicht in die Mitte rein, da habe ich zu wenig Platz. Wir gehen mal jetzt tauchen. Wie viel Zeit haben wir denn? Drei Minuten können wir tauchen, wenn wir voll sind oder was. Geh nochmal wieder hoch. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Soll das verhindern, dass irgendwelche Bots Sachen am Computer erledigen oder was? Oder wie oder was? Oder Kinder oder was? In welchem Spiel war das denn? In irgendeinem Spiel, da wurde mal gesagt, da wurde man halt nicht rausgekickt. War das nicht zu Beginn in Star Wars Battlefront, dass da Leute auch gespielt haben? Oder ob es irgendeinen Bot gab, der den Charakter da irgendwie nur gedreht hat oder was auch immer, damit man nicht rausgekickt wird, um irgendwie XP zu farmen oder so. Irgendein Spiel war das mal, wurde mir gesagt. Ja, Leute, das können keine Spieler hier sein. Die achten ja auf nix.
Oh, falsch. So, ich versuche mal da anzugreifen. Oh, der hat sich eingenebelt. Wurde aber aufgeklärt, weil der Kollege war schon zu nah, wohl schon zu nah dran ist. Torpedo incoming! Evasive maneuver! Ist jetzt 2 Kilometer weg. Immer auf Zero-Tiefe. Oh, unglaublich! Jetzt fährt mir schon wieder einer in den Weg. Und wieso bleibt der denn jetzt stehen? Unglaublich, und das ist so schwer, finde ich, wenn man hier nur gegen Zerstörer spielen muss. Ja, Hauptsache ich treffe wieder einen eigenen, oder was? Nee. Torpedotreffer! Der ist vorbei. Torpedotreffer! Ach du Scheiße, was ist denn hier los? WTF! Jawohl. Da sind wir mal ordentlich am Arsch jetzt, oder? Wassereinbruch. Da wird doch der Hund in eine Pfanne verrückt. Und natürlich kommt er genau dann, wenn wir keine Luft mehr haben. Und er ist auch zu nah dran, das heißt, die Torps gehen nicht hoch. Ach, deinstallieren, ey, ist doch so ein Wichsen, ist das. Fick dich, du blöder Wichser. Das ist Warship. Natürlich ist das, das ist wahrscheinlich wieder der einzige Nicht-Bot im Gegner-Team, weil der hat natürlich 5 Kills gemacht. Was ist mit GTA? Was ist mit GTA Online? Malzbrötchen, von was redest du? Ja, also ich glaube, es spielt hier einer gegen einen. Ich gegen den anderen Typen, der 5 Kills hat, und der Rest ist alles, sind alles Bots, so wie die spielen, weil die spielen ja noch beschissener als ich. Und es ist einfach, es macht mich schon aggressiv, dass ich einfach jede Runde verliere. Und das kann nur damit zusammenhängen, weil hier nur im Grunde 1 gegen 1 gespielt wird und der Rest sind nur dreckige Bots. Und der Warship ist der einzige Nicht-Bot und er fickt hier einfach jeden in Grund und Boden.
Guck mal, die Leute stehen da mit drei Mann auf dem Haufen und er haut einfach nur da ein paar Torpedos rein. Aber ich hab ihn getroffen, die Ratte! Er brennt. Oder hat Wassereinbruch. So ist Hecktorpedo! Bleibt er schon wieder stehen. Ne, er fährt rein! Ja! Ich hab meinen Erzfeind zerstört! War das... Habe ich den nicht zerstört? Ich hab noch 0 zu 1. Wurde mir gerade der Kill... Hat... Oder war ich im Minus? Hatte ich einen Teamkill gemacht, Leute? Waren da vorhin zwei Leute... Irgendwie... Auf dem Haufen, wo ich die Torpedos rausgehauen habe. Ich dachte, das wären zwei Feinde. Oder hat da ein Mitbot dran geklebt? Und der hat 8 zu 1. Ich war der Einzige, der ihn jetzt gekillt hat. 8 zu 1 hat er. Im Gegnerteam ist einfach jede verfickte Runde ein Spieler, der alles kaputt fickt hier. Und da muss ich mich so scheiße ausdrücken, weil ich verstehe das nicht. Der fickt alles und Grund und Boden. Und ich bin der Einzige. Mich hat er auch schon gefickt. Aber ich habe ihn auch wenigstens einmal gefickt. Zwar nicht so richtig hart, aber ich habe ihm 2 Torpedotreffer verpasst. So, und wie hat er mich gekillt? Er hat mir eine Wasserbombe verpasst und dann, wenn die halt genau hittet, wie es aussieht, macht die halt mega viel Schaden. Ja. Und dann hat er mich in so ein Timing erwischt, wo ich auch eigentlich nicht mehr länger tauchen konnte. Und dann hat er mich gerammt. Weil wenn ich Zero-Tiefe bin, kann er mich, glaube ich, auch rammen. Entweder ficken oder gefickt werden. Ja, ich habe ja einmal zurückgefickt. Ja, wir werden wohl nicht mehr dazu kommen, Torpedos abzufeuern. Jedenfalls so, dass es Sinn macht, dass wir die Möglichkeit hätten, jemanden zu treffen. Und wenn, kurz bevor sie einschlagen, endet das Spiel. Ja, er sagt gerade yes. Only Bots hier. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Spaß hatte oder ob er jetzt so meint, wie ich es gedacht habe, dass hier wirklich nur 1, 2, 3, 4 Spieler sind und der Rest sind Bots. Also zum größten Teil. Mal sehen, wie es ist, wenn ich denn Stufe 4 habe. So, der ist auf 3 Kilometer. Ist hier irgendeiner nah dran? Der ist auf 2,7. Ja, Warship. Er haut hier einfach die ganzen Bots kaputt, ne? Ach, da ist ja einer. Das ist Warship. Scheiße! Guckt euch das an, wie dumm ich bin. Ich bin auch ein Bot. Ich bin auch ein Scheißbot. Aber er hat mich nicht mehr versenkt. Weißt du, mir wird irgendwie 10 oder 50 Meter, bevor er mich hittet, wird gesagt, okay, Torpedo incoming. Oder ich habe es vorher nicht gehört. Und wenn ich ein Torpedo auf den Zerstörer abschieße, kann er den Torpedo eigentlich schon in 2 Kilometer Entfernung sehen oder so.
habe einfach mal auf Deutsch, vielleicht antwortet ja jemand auf Deutsch, aber ich glaube, wir spielen keine Deutschen mehr. Ich spiele lieber was anderes. 2 Uhr ist das? Ich habe heute erst so spät angefangen, ich glaube, ich höre gleich auf. Ab welcher Stufe sind keine Bots mehr im Spiel? Warum mache ich da ein großes P? Und wir haben 551 XP, weil wir natürlich wieder verloren haben. Du bist einfach auch mit dem U-Boot zu langsam. Du kannst mit dem U-Boot nicht das Spiel entscheiden, wenn du gegen den Zerstörer spielst. Wie gesagt, er hat schon wieder 10 Kills gemacht. Zwei, fünf, 7 Torpedotreffer immerhin wieder. Keine Ahnung, da gehört ganz schön viel Glück dazu. Ja, wie gesagt, sind Bots. Aber ich habe ja auch den ja getroffen. Guck mal, er hat 16.000 Schaden gemacht. Er hat 3.837 XP für die Runde bekommen, oder was, oder wie, oder wo. Unglaublich, 205 Schüsse abgefeuert hat er. 111 getroffen. Spottings? So Damage dealt. Okay. Fünf Feinde entdeckt. 20 Schiffe beschädigt. 10 zerstört. Einmal gestorben. Und wer hat ihn getötet? Na, ich natürlich. So, er hat 12,82 Seemeilen zurückgelegt. 12,82 Seemeilen. Und ich nur 8,3. Obwohl ich bin natürlich auch langsamer, ne? Wir machen zum Schluss mal eine Runde Stufe 1 Zerstörer. Ach nee, den deutschen V70. Um 53 XP haben wir. Wenn wir uns nichts für holen. Wir brauchen für den V170, und jetzt ist der für Move brauchen wir 3400. Okay, Black Kay, schön, dass du da warst, auch wenn es nicht Friday war. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht und schönen Sonntag. Ah. Habe ich Players mit B, ne? Was haben wir hier drin? Smoke haben wir drin. Das sind jede Runde 1500 Credits, die abgezogen werden, wenn wir so viel Smoke benutzen. Also ich werde, denke ich mal, wahrscheinlich morgen eine Folge fertig machen. Das Replay werde ich dann nachher oder morgen aufnehmen. Eine Zerstörerrunde, die ich gespielt habe mit den britischen Stufe 2 Zerstörer VW-Klasse. Das war eine coole Runde, aber wie gesagt, da sind wirklich wahrscheinlich nur
1 gegen 1, vielleicht 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Aber so wie das Ergebnis ist, wahrscheinlich 1 gegen 1 und der Rest Bots. Hat trotzdem Spaß gemacht. Wollen wir hier Reparaturzeug mit reinnehmen? Feuerlöscher. Das ist teuer. Reparaturkit 1000. Reparaturkit müssen wir reinhauen. Davon haben wir doch sogar noch welche. Nee, haben wir keine mehr übrig. Warum kann ich davon keinen mitnehmen? Achso, den kann ich nicht mehr als einen mitnehmen, oder was? Gibt es hier kein Feuerlöschsystem? Anti-Aircraft-Direktor. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, ich denke mal, dass... Ach, der... Gloria Adoy... Doi... Carrier... was schreiben die da? Opa? So, was haben wir hier? Anti-Aircraft Director. Ach so, das MDMG, die Feuerrate wird um 5% erhöht. Also das Aircraft muss man hier wirklich, glaube ich, immer manuell bekämpfen. Es gibt kein automatisches Feuersystem. Also Feuerlöschsystem. Ich würde wirklich gerne mal ein U-Boot bekämpfen. Mit Wasserbomben. Und dann zerstört es mich wahrscheinlich. Aber wenn du weißt, wo es ist, wie gesagt, die Torpedos, die sind erst ab einer gewissen Reichweite scharf. Wenn du weißt, wo es ist, musst du versuchen, schnell ranzukommen. Weil mit einem Torp kann er dich eigentlich nicht versenken. Oder es ist ein guter Spieler, der mich dann richtig kalt macht. Und wenn du weißt, wo er ist, musst du einfach... dahin paddeln, Wasserbomben werfen und immer gucken, was passiert. Immer so ein bisschen im Kreis fahren, so dass ihnen halt die Luft ausgeht. Auf so eine Fights hätte ich richtig Bock, wenn ich der Massenzerstörer bin. Beziehungsweise ein U-Boot im Gegnerteam ist. Ja, guck mal, jetzt sagt er Jan. 9 Spieler sind jetzt oder suchen jetzt auch eine Runde oder wie? Stufe 6, 1 Spieler. Stufe 5, 3 Spieler. Stufe 4, 5 Spieler. Stufe 1, 1 Spieler. Ja, jetzt sucht er halt, bis noch irgendein Typ Stufe 1 spielt, wahrscheinlich. Denn wieder 1 gegen 1, ne? Also einfach nur Bots abballern. Beziehungsweise einen richtigen Spieler, der wahrscheinlich alles kaputt macht. Mich inklusive. Ich will überlegen, ob ich mir Cold Waters hole. Aber es sind nur moderne U-Boote und weniger Simulationen. Aber es kostet, glaube ich, 36 Euro und das ist mir irgendwie zu teuer.
Und es ist halt kein Multiplayer. So, der Gegnerspieler heißt Marain oder sowas. Wo fahren wir lang? Wir sind alleine. Natürlich sind wir alleine, weil die Bots spawnen da hinten. Ich fahr mal mit den Bots mit. So, F2, 1, 2, 3. 1 ist Smoke, F2 ist Reparatur und F3 ist Feuerlöschsystem oder einmal Feuerlöscher. Ja, wir haben halt hier auf 4. Ach, wir haben gar keine Wasserbomben mit den Deutschen. Aber ist ja sowieso kein Zerstörer da. Mit denen haben wir auch... Ne, wir haben mit denen keine Flak und keine Wasserbomben. Mit dem britischen Stufe 2 Zerstörer. Wo ich das Video noch hochladen werde. Da konnte ich wirklich Wasserbomben auswählen und auch die Flak. Mutsuki ist Stufe 2, ne? Der Gegner hat natürlich Stufe 2 Zerstörer. Und spielt komplett gegen Stufe 1 Bots. Und natürlich mich als Stufe 1 Spieler. Da schießt schon jemand. So, und jetzt brauche ich sie gleich und dann sind sie verschossen. Habe ich einen getroffen? Nee, oder? Wer weiß, ob hier hinter einer lauert. Nee, ich habe keinen getroffen, hätten sie das gesagt. Da haben die sich versteckt. Oh, jetzt drehen sie um. Was ist los mit denen? Zu weit. Ja, der einer trifft nicht. Unglaublich. Entdeckt. Schnell weg. Und es treffen, das sind Bots, Leute. Das sind Bots und meine Torps gehen einfach nicht rein. Oh, das sind keine Bots. Nur ich spiele mit Bots, oder was? Jawohl. Ja, Leute, ich bin Bot. Ich bin der größte Bot der Geschichte hier. Unglaublich.
Oh, wie blöd bin ich? Ich fange an zu heulen, ne? Er schießt hier auf mich. Bin ich ein bisschen am Arsch. Bin so ein bisschen am Arsch. Bin hart am Arsch. Was? Warum sind hier so viele? Die spinnen doch. Die spinnen noch, die Römer. Ja, die muss so weit vorhalten, die sind mega schnell. Okay, noch Treffer. Ja, der Gegner hat schon, der Gegner nicht Bot hat schon 4 Kills und ich habe 2. So, F2 drücken wir mal, was ist hier kaputt? Das ja, ich bin auch bald im Arsch. Und so werden wir wieder verlieren. Ähnlich wie in World of Warships die Artillerie hier mit dem die Streuung. Aber die schießen mir nicht auf mich, wenn ich weit genug weg bin oder was? So, halt ich mal so weit vor. WTF. Da ist ein Nicht-Bot, wenn der auf mich schießt. Ja, da. Das ist der Nicht-Bot. Jawoll! Das war der Nicht-Bot, weil der trifft natürlich. Der schießt als einziger auf mich, wenn ich weit genug weg bin. Und ist stehen geblieben, als so meine Torps gesehen hat. Hm. 2-1, Alter. Tja. Ich bin sogar zu blöd, die Bots kalt zu machen. Aber wie überlebt er das? Weil wenn ich da
den Bot zu nahe komme, dann sind da mal eben 2-3 Stück und die schießen mich in Grund und Boden. Oh mein Gott. Excellent, good shot. Ich muss so weit vorhalten, unglaublich. Und dann weichen sie aus. Ja, natürlich treffe ich wieder die Verbündeten. Weil das sind die einzigen, die nicht ausweichen. Die Gegnerbots weichen aus, aber meine Bots, die bleiben stehen. So, und jetzt versenkt mich gleich ein Bot mit Torpedos. Es an, wie die unglaublich. Ich treffe noch nicht mal Gegnerbots. Doch. Was? Weil ich jetzt ist verloren. Jetzt trifft der Torpedo und dann ist die Runde zu Ende. Also man muss in diesem Spiel, wenn man so schlecht ist wie ich, muss man unbedingt Stufe 5 erreichen oder 4, dann wo man nicht mehr gegen Bots spielt, weil ich verliere sogar gegen Bots, weil der Gegnerspieler natürlich besser ist als ich. Und die Bots halt kaputt macht. Er hat ja nur 8 Kills gemacht. Ich nur 2. Unglaublich. Ich habe gefühlt auf 1000 Schiffe geschossen und krieg nur 2 kaputt. Unglaublich. Ja Leute, das Spiel wird jetzt deinstalliert. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns vielleicht die Tage mal oder so. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Ciao.